Und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Jetzt geht's endlich nach Atlantica. Ich bin froh, dass wir in der letzten Kartenrotation sind, weil das wurde langsam echt langgestreckt und langweilig. So ja, ich gehe natürlich mal wieder reihenfolgenkonform vor, obwohl Halloween Town im normalen Spiel normalerweise eigentlich nach Atlantica kam und nicht vorher. Aber ja. Atlantica. Wie wird das nur mit diesem Kartensystem funktionieren? Wie wird es nur sein? Hier schwimmt doch alles. Hier ist alles unter Wasser. Und der Simpel, wir laufen. Also die Sache an Atlantica ist die. Die drei verwandeln sich nicht in schwimmende, also in Halbmeerwesen-Versionen von sich selber. Das noch bescheuertere ist, finde ich, man sieht halt diese ganzen Gebiete aus Kingdom Hearts 1, so wie sie waren, abgesehen von den Dreizack-Zeichen. Die sind komischerweise nirgendwo. Und Ariel hat gerade den Dreizack geklaut. Und ja, sie will nicht, dass jemand weiß, was sie tut, und dampft deswegen wieder ab. Außerdem, ich möchte nochmal sagen, dass die Musik, besonders an so Stellen in der Story, wenn diese Story-relevanten Stellen in den Welten kommen, ich finde, die ist so langweilig, die wiederholt sich immer so schnell. Aber es kommt davon, wenn man ein Game Boy Advance-Spiel in ein PlayStation 2-Spiel verwandelt. Aber ja, so ist Atlantica. Man hat halt diese Geysire, die man schlagen kann. Hier sind natürlich auch überall Kisten, die komischerweise noch nicht total verrottet sind. Und es gibt halt diese Wasserherzlosen. Ich muss erst mal sagen, die Herzlosen hier sind eigentlich sehr gechillt. Allerdings ist der Kampf gegen sie beknackt, weil man muss immer springen. Es gibt kaum Kombos am Boden, die man einsetzen kann. Ich habe zwischendurch sogar noch Erdbeben freigeschaltet und das hat nicht viel gebracht. Denn die können ja alle quasi schweben. Obendrein die grünen Typen da sind blitzfest. Und warum immer Schatten Quasari auftauchen. Ich habe immer noch mein Schwertwurfset an. Weil mir das in Monstro ja so gut funktioniert hat. Und diese Blitzfische sind die schlimmsten eigentlich, weil die kann man kaum treffen mit irgendwas. Und Sora visiert die auch beschissen an, weil irgendwie alle anderen Herzlosen sich immer davor drängen. Und die haben alle so viele HP, meine Fresse, ne. Also die halten eine Menge aus hier. Ich kämpfe wirklich nur mit diesen Herzlosen hier, weil ich brauche halt die XP. Und ja, wir haben vorhin in der Formation schon gesehen, welche Herzlosen hier auftauchen. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass man jetzt weniger Mogri-Punkte bekommt und, kleiner Spoiler, der Mogri ist teurer geworden. Hier gibt es diese Stachel-Igel, die explodieren können. Da kommt auch manchmal was bei raus. Und wenn ein Gegner getroffen wird, dann ist er auch gestunt. Aber das ist der Grund, weshalb ich mich jetzt gerade nicht so sehr mit denen rumplage, weil ich brauche gute Kombos.
Ich brauche gescheite Kombos, mit denen ich sie einfacher platt machen kann. Erst dann kann ich gescheit leveln. Das mache ich leider erst sehr viel später. Aber davon abgesehen ist es mal schön, eine Welt zu haben mit einer einigermaßen gescheiten Musik. Wobei, ja, unten im Meer geht einem auch auf den Sack, wenn es 25 Mal neu startet wegen der vielen Herzlosen. Aber naja, irgendwann zwischendurch greife ich eine Premium-Raum-Karte auf. Und benutze sie direkt. Und, man kriegt in diesen Premium-Räumen nicht nur besondere Kombinationen aus den Schatztruhen, die da stehen. Kriegt der Löwe ist nutzlos, das sag ich euch. Man kriegt nicht nur Kombinationen, sondern man bekommt auch Schlüsselschwerterkarten, die man erst Endgame Kingdom Hearts 1 gekriegt hat. Zum Beispiel Chocobo. Teilweise auch welche aus Kingdom Hearts 358,5 Tage. Allerdings auch nur, wenn man sich die Cutscenes angesehen hat. Das heißt, man muss 358 over 2 Cutscenes schon alle gesehen haben. Sonst bekommt man diese Schwerter nicht. Und sonst bekommt man auch die Organisation 13 Karten nicht. Man bekommt 3 oder 4 Karten durch den Storyverlauf so. Liegt einzig und allein daran, wenn man sie platt macht. Und ja, ich habe da gerade gesprungen, weil ich habe mir Ewigkeit durch meine Karte geguckt und einfach das Deck angepasst. Das brauche ich euch nicht zeigen. Und das ist eine von diesen neueren Raumkarten. Falscher Schatz. Da gibt es dann 3 Schatztruhen und nur einer einzigen ist ein Schatz drin. Normalerweise immer die erste, die man aufmacht. Die anderen beiden haben Herzlosen drin. Und es gehen auch Herzlose durch den Raum. Also es sind nicht nur die Kisten, in denen Herzlosen drinstecken. Ich muss aber sagen, sie waren kreativ damit, was für Trampoline sie in dieser Welt einbauen. Gut, das hier habe ich jetzt drin, um zu zeigen, wie König der Löwen läuft. Weil dafür habe ich das Deck angepasst. König der Löwen ist so eine Fähigkeit, die man dann gebrauchen kann, wenn man Gegner stunnen möchte. Ah ja, und ich habe, glaube ich, auch tödlicher Dings drin. Ja, ich benutze es. Tödliche Auszeit. Lethal Frame im Englischen. Man kann einen Gegner anvisieren, der wird dann postwendend erwischt. Der wird aber nur voll erwischt, wenn er am Boden steht. Oder man visiert ihn halt an. Und König der Löwen ist einfach nichts anderes als Gegner wegstoßen. Das macht keinen Schaden. Und es passiert halt zeitweise auch, dass Gegner Stoppmagie auf sich wirken haben. Und so werden die für eine Zeit außer Gefecht gesetzt. Warum die nicht einfach gestunt werden, ist mir ein Rätsel, aber. Ja, Furienstoß bringt mir gerade auch nicht viel. Denn der Schattenquasar fliegt. Den kann ich nicht treffen, selbst wenn ich wollte. Aber es sind die beiden großen Fische, die ich auch nicht erwischen kann. Ach, diese Welt ist ein Graus. Also die Kämpfe hier sind ein Graus. Sofern man nicht die richtigen Kombinationen hat, sind die wirklich scheiße. Und die beiden spielen ständig so hohe Karten. Nur mal so, nicht, dass ich keine hohen Karten hätte, aber um mehr Karten im Deck zu haben, habe ich halt schwächere benutzt. Das war dämlich von mir eigentlich, weil Feuerwurf würde ich gar nicht treffen. Und da geht meine letzte Feuerkarte hin. Ich habe auch erst einen Kommentar auf meinen letzten Part mit der bösen Barbie rausgekriegt, dass meine Winnie-Puss-Welt Elixier freischaltet. Warum? 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 Da werde ich nämlich erst sein, wenn ich Nimmerland schon durch habe. Was ich zwar noch nicht fertig aufgenommen habe, aber alles, was mir da noch fällt, ist der Bosskampf derzeit. Wirklich einen HP-Mangel gelitten habe ich hier nicht, deswegen Kartenpunkte. Es dauert Ewigkeiten, bis ich die nächste Kombination bekomme. Eine Sache, die auch positiv ist, es gibt keinen Eichanamit in diesem Level. Also, in Atlantica gibt es keine
Kisten, die in lebendige Dynamitkisten werden, wenn man sie haut. Also sehr erholsam für mich. Das gefällt mir sehr, aber so kann ich auch erwarten, dass was rauskommt, wenn ich diese Dinger haue. Es nervt total, wenn man ständig unverhofft gegen Herzlose kämpfen muss, wenn man gar nicht will. Gut, ich werde erst später in Atlantica schon durch alle alten Welten gewesen sein. Weil, Fun Fact, man sammelt hier eine Premium-RAM-Karte ein. Da geht man zurück, benutzt sie in einer anderen Welt, aber man kann nur in einer der letzten vier Welten diese Premium-RAM-Karten sammeln. Jetzt mal Winnie Pooh ausgeschlossen, weil ich weiß, dass es nach Hollow Beste noch eine Welt geben wird. Und das war Zielsuch Eisrach. Sehr praktisch, sehr stark, aber trifft halt nur einen Gegner. Das heißt, man kann das allenfalls gut gegen Bosse benutzen. Wenn es wieder so Bosse sind, die sich ständig durch die Gegend bewegen müssen. Aber ja, wir kommen langsam mal zu Kombinationen, die immer mehr und mehr Magiekarten einsetzen. Ist auch gut so, weil ich sammle mit der Zeit auch immer mehr und mehr Magiekarten ein. Und ich will gegen dieses Vieh nicht kämpfen. Geh weg von der Kiste! Na gut, hau ich dich halt. Okay, das hier habe ich jetzt aus irgendeinem Grund drin gelassen. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht benutze ich jetzt hier durch Eisra oder ich demonstriere hier, dass die Viecher gegen Blitz immun sind. Hätte ich mir eigentlich denken können, aber. Die Sache an den großen Fischen ist halt die. Die haben eine sehr komische Hitbox teilweise. Ich glaube, es liegt daran, dass ich sie anvisiert habe, sonst hätte ich sie wahrscheinlich gar nicht getroffen damit. Man kann tödliche Auszeit auch dann benutzen, wenn man keinen Gegner anvisiert hat, dann trifft man auch mehr als einen. Aber ich glaube nur, wenn sie innerhalb dieser Schläge sind, die Sora da macht. Ja, ich habe Simba hier einzeln benutzt, weil das macht mehr Schaden als König der Löwen. Und ja, genau deswegen habe ich das drin gelassen, weil ich hier diese Schlüssel zur Premium-Karte gekriegt habe. Premium. Warum mache ich das eigentlich auf? Bin ich eigentlich bescheuert? Bevor mir eine dumme Frage beantwortet, ja, natürlich bin ich bescheuert. Sonst würde ich Atlantica doch nie im Leben machen. Sonst würde ich dieses Spiel doch nie im Leben durchspielen fürs Internet. Und mich selber. Ich habe Chain of Memories nie durchgehabt. Herzlose, Herzlose, Herzlose. Es hat sich rein gar nichts geändert. Ja, das ist so eine Muschel, die ist cool. Die spuckt eine Menge aus, wenn sie was ausspuckt. Gut, die Herzlosen hier sind langsam, hier ist richtig schön langsam. Vor denen kann man abhauen. Außer den großen Fischen, weil die einfach so fett sind. Ich habe so viele friedliche Schatzkarten, ne? Die verballere ich im Laufe dieser Welt einigermaßen. Aber ich muss sagen, Maritim ist eine gute Karte eigentlich, ein gutes Schwert. Keine besonderen Eigenschaften, aber immerhin gute Basis-Stats. Und Bambi. Habe ich nie benutzt. Noch nicht. Es gibt auch Dumbo, aber ich krieg später eine Kombination, die stärker ist als Dumbo.
Die sogar irgendwo zu dieser Welt hier passt. Die werde ich auch bis ins Nimmerland auch noch benutzen. Und sogar gegen Riku. Da man kämpft gegen die Riku-Repli... man kämpft gegen Riku einige Male. Einige Male. Jetzt komme ich mal auf die Idee, mein Deck ein bisschen zu ändern. Nämlich auf Zielsucht Eisra. Mehr oder weniger. Ich habe jetzt nur eine Feuerkarte gegen Eis geändert. Und hatte zwischendurch Windmagiekarte dazwischen geschoben. Und das ist, weil die Kombination Wind, Eis und Feuer ist. Aber ja, der Kampf gegen die ist immer noch scheiße. Ich weiß nicht, ob ich ziehe durch Eisler hier einmal Herz. Ich denke mal, wo ist es jetzt gar nicht hingelassen? Aber fickt mich, der Kampf gegen die Viecher ist so scheiße mit den Kombinationen, die ich derzeit habe. Da lohnt sich wirklich Backtracking und ich empfehle euch das auch, sobald ihr diese Prämienkarte habt. Geht in die alten Welten, egal was es ist, sammelt diese Prämien ein. Ihr werdet sie gebrauchen. Ah ja, und die extra Schlüsselschwerter, die man freischaltet dadurch. Diese Karten kosten deutlich mehr als die normalen Schlüsselkarten. Also passt besser auf. Sie haben teilweise besondere Stats und Eigenschaften. Zum Beispiel gibt es auch Löwenherz als Schwertkarte in diesem Spiel. Und Löwenherz hat Feuereigenschaften. Kann elementar hilfreich sein gegen gewisse Gegner. Und passt nur auf, wenn ihr Gegner bekämpft, die gegen Feuer immun sind. Weil ich glaube, die heilt ihr damit sogar. Und eine Demonstration, dass Donald nicht treffen kann. Goofy dafür, sehr wohl. Ich glaube, in der Game Boy Advance-Version war Goofy sogar ein klein wenig anders. Nämlich je nachdem, wie viele Goofy-Karten man aneinandergereiht hatte, machte Goofy eine andere Attacke. Ich könnte mich irren. Gut, Zielsucht-Eisra habe ich hier gar nicht vorgezeigt. Lol. Rauf da, Dankeschön. Aber ihr könnt schon verstehen, warum ich die ganzen Gegner rauslasse, weil diese herzlosen Kämpfe sind unfassbar lang, besonders hier. Bin gespannt, was ich hier mache. Na, ich brauche eine 5er oder... Ne, ich glaube eine 5er Karte oder höher. Also irgendwann weiß ich, ich benutze einen Mogri. Vielleicht nicht im Video, aber ich benutze auf jeden Fall irgendwann einen Mogri. Aber gut, ein Speicherpunkt wird's auch. Nicht unbrauchbar. In jeder Welt sollte man mindestens einen haben, bevor man gegen den Boss kämpft. Hier gibt es trotzdem nicht viele Punkte raus, ne? Viele Mogri-Punkte. Ich glaube, mal 415. Mit der Zeit, die ich in Atlantica verbracht habe, habe ich in der Hälfte der Zeit wesentlich mehr Mogri-Punkte zusammenbekommen in älteren Welten. So, hier tue ich etwas, was ich später bereuen werde, weil ich werde die Welt zwischendurch verlassen. Dann werden diese 30 Punkte, die ich hier verteilt habe, wiederkommen. Also muss ich die nochmal zahlen. Ich habe im Grunde genommen eine Joker-Karte verschwendet, aber um echt zu sein, man benutzt die sowas von selten, dass es eigentlich kaum lohnt, die zu haben.
Der Trick ist, ohne große Karte einfach mal was zu finden, wo man hin muss. Und das ist, was ich hier gerade praktiziere. Ich suche eigentlich nur die nächste, also den nächsten Story-Raum. Und das sind die fetten Herzlosen, von denen ich geredet habe. Oh, ich habe gerade Simba für eine Windkarte rausgeschmissen. Elegant von mir. Könnte sein, dass ich hier ein bisschen vorgeschnitten habe. Zu dem Punkt, wo ich alle Herzlosen platt gemacht habe. Es ist ein paar Tage her, dass ich das hier bearbeitet habe, weil ich habe in der Regel sowas wie 3-4 Stunden an Aufnahmen. Nein, ich habe nicht alle Herzlosen platt gemacht. Ah, cool, diese Muschel macht ja auch Stun. Nice. Und ja, so 3 bis 4 Stunden Kingdom Hearts Rechain of Memories saugt einen ganz schön aus, deswegen lasse ich mir meistens dann ein bisschen Zeit, die Sachen zu bearbeiten. Deswegen letzte Woche auch keine Kingdom Hearts Videos kamen. Gut, Deck bearbeitet. Und in einem Kampf würde ich dann wohl zeigen, wie das läuft. Nur nicht in dem Kampf. Weil da ist eigentlich nichts passiert. Hau ab, du Vieh. Das mache ich übrigens in Nimmerland auch, weil da ist man ja eigentlich nur auf Fuchs Schiff und da rennen so viele Schattenlöcher rum. Und ich habe gerade den Harpuron als Karte gekriegt und senkt aller Kartenwert um 1. Nein. Ich nicht will. Ah, und die Premium-Raumkarte. Perfekt. Da zeige ich euch mal, wie einer von diesen Räumen aussieht. Weil sie sind in jeder Welt gleich, nur halt im Stil der Welten. Gut, nicht in jedem Pot ist was, aber das ist auch nicht die große Prämie. Die große Prämie hier ist, dass es 2 Kisten gibt. Ich finde schon ein bisschen arschig, dass man hier nur alle Organisationskarten, also alle Karten, die es im Spiel existieren gibt, freischalten kann. Indem man sich die 3,5 Stunden Kingdom Hearts Cutscenes antut, die aus dem DS-Spiel kommen. Ja, ich finde das ein bisschen doof. Sora lernt Beben. Das wäre eine gute Technik, wenn sie tatsächlich eingesetzt werden könnte hier. Was man aber nicht kann. Und da haben wir Demix. Und da oben steht's. 350,5 Tage Abschlussbonus. So, Demix hat die Durchschlagskraft von Angriffen, die auf Eis basieren. Sehr stark sogar. Das wäre jetzt verdammt... Moment, das ist eigentlich eine verdammt coole Karte. Aber die Organisationskarten kosten immer so viele Punkte. Und ja, ich habe hier wieder einen kleinen Übergang gemacht. Denn wenn ich mir Karten ansehe, das ist eine Gewohnheit aus Yu-Gi-Oh!, dann verbringe ich meistens meine liebe Zeit damit, damit ich was Gutes dabei rausbekomme. Ich habe hier Beben integriert, nur um später rauszufinden, dass das nichts bringt. Von daher ja. Das war's dann wohl so langsam für diesen Part. Bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts Rechain of Memories. Wenn wir mit der Story weitermachen und den extrem beschissenen Boss haben. Ja, kein Scherz, Ursula ist kacke hier.